Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit dem Agina Trader Webinar in diesem Jahr. Und ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung dieses Jahr wieder mit Carsten Berger veranstalten dürfen und freue mich, dass er heute Abend für uns Zeit gefunden hat. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und will auch gar nicht so viel Zeit jetzt verlieren. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn auch diese Webinarreihe in diesem Jahr dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Auch wenn der Carsten uns gleich zeigen wird, dass er bei GameStop bei 60 Cent eingestiegen ist. Und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig, ja. Mal ein bisschen Spaß muss sein, aber da am Ende ist das trotzdem sehr ernst. Gut, dann, lieber Carsten, übertrage ich dir sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson, für die nette Einleitung. Wie immer muss ich hier ein paar Schalter drücken, damit ich den Bildschirm freigeben kann. Sehr witzig, die Arbeitsfläche sieht jetzt auch wieder anders aus. Komisch. Übertragung, da ist er. So, dann nehmen wir den Bildschirm. Das sieht irgendwie besser aus. Und dann auch von meiner Seite aus. Schönen Abend an alle, die heute wieder mit dabei sind. Indexanalyse nach meiner Perlentauchen-Methode. Das Schöne daran ist, dass das jetzt nicht immer ein Zwei-Monats-Rhythmus ist, sondern im Endeffekt monatlich stattfindet, damit wir da so eine Kontinuität reinkriegen. Das macht es auch ein bisschen spannender. Und das noch bessere ist, dass ich im Juli aber nicht da bin, weil da mache ich mal Urlaub. Also im Juli könnt ihr ganz entspannt im Garten oder irgendwo am Meer hoffentlich sein. Das hoffen wir alle. Und von daher starten wir auch gleich. Wenn ich da mal raufklicken darf auf die PowerPoint, das brauchen wir nicht mehr machen. Das hat der Nelson schon dankenswerterweise gemacht. Wer bei meinem letzten Jahr dabei war, der kennt mich natürlich. Ich habe nicht sicher sehr viel verändert. Die Daten zu mir könnt ihr hier nachlesen. Da brauche ich jetzt nicht etwas zu sagen. Die meisten kennen mich ja schon. Sind auch immer mal ein paar neue wieder mit dabei. Von daher seht ihr ja, ich bin 53 geworden, 10 Kilometer südlich von Berlin liegt Rangsdorf. Und gelernt bin ich eigentlich Diplom-Verwaltungswirt. Habe mich aber schon sehr, sehr früh und mit dem 18. Lebensjahr für Finanzen interessiert. Und wenn andere sich irgendwelche, weiß ich nicht, Superman-Zeitungen vielleicht gekauft haben, war es bei mir die DM-Zeitung. Damit hat alles angefangen und den Endeffekt in Berliner Zeitung und Frankfurter Allgemeine, der Wirtschaftsteil, war dann so meins. Ja, das hat sich bis jetzt fortgesetzt. Ich lese zwar nicht mehr die Frankfurter Allgemeine, aber das Börsenfieber hat mich trotzdem immer noch in der Mangel. Was erwartet euch heute bei diesem Webinar? Ja, Michael, ich weiß, ich habe einen kleinen Hall-Effekt. Das ist aber komischerweise nur hier. Vielleicht liegt es an GoToWebinar, weil ja so viele Webinare gemacht werden. Ich sitze hier wirklich in meinem Büro und normalerweise halt das nicht, also bei den Coachings nicht, aber ich hoffe, ihr könnt mich wirklich trotzdem verstehen. Ganz kurz, die Idee der Perlentauchen-Strategie muss ich erklären, weil es ist ja das erste Webinar. In den Folgewebinaren, die wir machen, werde ich dann auf dieses Webinar einfach verweisen, sodass man sich das ja auch in der Aufzeichnung angucken kann, denn das findet ja hier auch mit der entsprechenden Aufzeichnung statt. Also, wenn ihr mal auf Toilette müsst oder so und den wichtigen Teil versäumt habt, könnt ihr euch das natürlich dann entweder bei mir auf der Homepage oder bei FX Flat in der Aufzeichnung natürlich dann anschauen. Jetzt bin ich wieder verkehrt geklickt. So, natürlich schauen wir uns dann die Märkte an. Das ist nämlich der erste Schritt, den ich immer unternehme, bevor ich überhaupt eine Handelsentscheidung für eine Einzelaktie fälle. Und ich glaube, es ist heute ganz, ganz interessant, was an den Märkten passiert ist. Von daher immer wichtig, dort ein Auge drauf zu werfen, damit man so ein kleines Geländer hat, wo man sich festhalten kann, orientieren kann und natürlich auch eine Entscheidung fällen kann, was tue ich denn jetzt überhaupt? Dann habe ich eine Aktienperle mitgebracht.
Ob es eine Perle ist, weiß man natürlich erst immer danach. Viele Aktien sind ja schon extrem stark gelaufen. Fundamentalanalysten sprechen da von einer Überbewertung. Überbewertung ist immer schön. Das kann ich auch fundamental fällen, diese Entscheidung. Es ist aber kein Timing-Instrument. Also eine Aktie kann ja wie Plug Power oder so ewig weit laufen und alle sagen immer, die ist überbewertet, aber solange sie läuft und ich dann dabei stehe und zuschaue, dann ist es auch nicht gut. Also ich muss dann halt versuchen, einen Einstieg zu finden. Ich habe euch etwas mitgebracht, was aus dem Aufbau der Struktur über die Branche geht, um einfach mal zu zeigen, was da wäre. Wir können auch einen kleinen Rückblick machen. Ich hatte ein Webinar bei einer Partnerfirma vorher und da habe ich eine Aktie angekündigt und dann können wir mal sehen, was die zur letzten Woche gemacht hat. Na klar, könnt ihr mir auch eure Aktien einfach mal in den Chat schreiben. Ich jag dann einfach mal so meine Plattform drüber und dann schauen wir mal, wie das bei euch aussieht. Ein kleines Angebot gibt es natürlich auch, wie immer. Und zwar könnt ihr euch 2 Coaching-Stunden bei mir 1:1 sichern, wenn ihr entweder bei FX Flat ein Konto eröffnet. Das kann entweder über die TBS, also bei Interactive Brokers sein, oder natürlich bei der ganz tollen FX Flat MetaTrader-Anbindung über MT4 oder MT5. Wenn ihr da ein Konto habt über CFDs, dann könnt ihr dann natürlich auch jeweils 1 Stunde sichern. Oder ihr kauft euch oder mietet euch ein AginaTrader-Produkt. Könnt ihr mir bei mir auf meiner Homepage unter tradercoach.de Leistungen und dann Services seht ihr dann die entsprechenden Logos und klickt einfach da drauf, dann werdet ihr zum Shop weiter verbunden. Schreibt mich bitte vorher an, dass ihr das machen wollt, wenn ihr noch kein Konto habt, damit ich das auch weiß und dass das alles glatt geht. Dann können wir einen Termin machen, können uns besprechen und dann geht das los. Was sind die häufigsten Probleme, die ein Trader oder jemand hat, der überhaupt mit der Börse beginnen möchte? Wissen wir alle, keine Strategie. 1000 Bücher gelesen, immer verbessert oder selbst das entwickelt. Es ist halt sehr schwierig, eine fokussierte Strategie zu haben, die man auch wirklich bis zum Ende durchzieht. Oft ist es ja so, Michael Vogt hat es mal in seinem Buch auch geschrieben, man hat eine Strategie, legt los, beim fünften Fehltrade hat man keine Lust mehr drauf, man wechselt die Strategie, dann hat man wieder 6 gute Trades, dann hat man 3 Trades, die nicht so gut laufen, wechselt wieder die Strategie und immer geht es so weiter. Ich bin auch für Update einer Strategie, aber an den Manifesten rüttel ich halt nicht. Und es gibt immer kleine Verbesserungen und immer schlaue Köpfe, die einem Tipps geben. Und da bin ich mir nicht zu schade, die einfach mit einzufügen und das auch mal zu probieren. Und wenn das funktioniert in einer Art Backtest, dann ist das auch okay. Aber ansonsten sollte man an seiner Strategie, die zu einem passt, und zwar psychisch gesehen muss das auch passen. So eine Strategie ist ja nicht nur allein auf einer Technik zu handeln, sondern auch der Mensch, der dahinter steht. Ne? Also wichtige Dinge. Die meisten haben aber keine Strategie. Klar, wisst ihr selber, verschiedene Banken, verschiedene Broker, verschiedene Tools, verschiedene Plattformen, die man hat. Und jeweils muss man sich neu einfummeln, egal ob es jetzt ein Office-Programm ist oder sonst wie. So ist es natürlich auch an der Börse und mit den entsprechenden Handelsplattformen. Deshalb meine Empfehlung immer, fokussiert euch auf eine Handelsplattform, damit ihr letztendlich dort die Zeit spart und die Sicherheit habt, auch wie ihr dort dieses Tool einsetzt. Das Gleiche zählt natürlich für den Agina-Trader. Wenn ich ein Add-on habe oder ein Tool habe, dann muss ich das richtig bedienen können. Gerade wenn ich im Intraday-Handel unterwegs bin und dort meine Fehlfunktion stattfindet, muss ich mich auch irgendwie der Sache erwehren können und wissen, was ich da jetzt vornehmen muss, damit, sage ich mal, ich kein Geld verliere. Das ist schon wichtig. Man soll sein Arbeitsmittel schon sehr gut beherrschen. Dann habe ich vielleicht eine Strategie und dann kommt das Zusammenspiel zwischen Strategie und Technik. Wie kriege ich denn nun meine Strategie zum Beispiel in die TBS oder wie kriege ich sie in den Agina Trader? Eine ganz große Frage. Viele wissen das, wie sie das mit Excel-Tools oder sonst wie lösen. Aber wie kriege ich das konkret rein in eine Plattform, wo ich noch gar nicht so richtig firm bin? Ja, und selbst wenn ich das schon bin, etwas firm bin,
gibt es immer wieder Dinge, die auch mich immer wieder überraschen, wo ich sage, ja, dank eurer Mitarbeiter mal, die einem Fragen oder Anmerkungen sagen, klick doch mal darauf, dann sage ich, hey, habe ich auch wieder was gelernt. Ich weiß auch nicht alles, was den Arena Trader oder so anbelangt. Wenn ich das alles schon habe, dann ist natürlich ganz wichtig für diejenigen, die berufstätig sind, wie setze ich diese Strategie im Alltag um? Wie passt das zu meinem Thema Beruf? Wie passt das im Ablaufplan zu dem Thema Familie? Wann kann ich Aktien suchen? Wann möchte ich suchen? Wann möchte ich handeln? Möchte ich im Tag handeln oder möchte ich intraday handeln? Das sind ganz wichtige Fragen, mit denen ihr euch vorher auch definitiv auseinandersetzen müsst. Und bei den meisten fängt es dort an schon, wenn sie das alles schon vorher gut durchlaufen haben und an dem Punkt angekommen sind, dann nochmal wirft das viele Fragen auf und Probleme. Und wenn ich selbst das alles gefunden habe, dann brauche ich etwas, was natürlich immer die Form der Weiterbildung und der Vertiefung anbelangt, das Erlernte zu erhalten und auch reflektieren zu können, ob das noch in der aktuellen Phase der Märkte überhaupt noch funktioniert. Ja? Und oder auch Sachen einfach zu verbessern. Das brauchst du, um Trader zu werden oder generell in der Börse aktiv zu sein. Strategie, haben wir eben darüber gesprochen, eine Software oder ein Ablauf, den ihr selber euch erarbeitet habt, zum Beispiel ja, Excel-Tools oder Internetseiten, die euch dann dabei helfen, das geht auch. Aber ich habe halt den Arjuna Trader gefunden. Es ist für mich ein Tool, was die Dinge einfach erleichtert. Es macht es nicht von alleine. Also es ist kein vollautomatisches System, sondern es durchforstet die Märkte nach aussichtsreichen Situationen und ich bewerte dabei auch das Risiko, das ich eingehe, wenn ich eine Position eröffne und natürlich auch auf das Gesamtdepot. Also es ist ja schon mal eine Sache, die man mit verschiedenen Tools auch lösen kann, aber es ist halt Stückwerk und dauert etwas länger von der Zeit. Ist aber nicht unmöglich. Und natürlich Ausbildung. Das muss nicht ich als Coach sein oder ein anderer Coach. Das kann auch autodidaktisch sein mit Büchern. Ich hatte nie einen Coach, der mich angeleitet hat. Das dauert dort halt ein bisschen länger. Man kann sich auch sehr viel anlesen und sehr viel ja, selbst probieren. Ich bin halt schon sehr lange an der Börse dabei und habe halt viel probiert. Und irgendwann habe ich einfach festgestellt, okay, du hast den Grad erreicht. Habe die Dinge anpassen können, weil ja auch die Technik seit den 90er Jahren auf jeden Fall besser geworden ist. Damals habe ich noch meine erste Order am Schalter bei der Citibank eingegeben und wollte Herlitz-Aktien kaufen. Und dann wusste ich nicht mal, zu welchem Kurs die ausgeführt wurde. Ich habe gesagt, Limit 210 D-Mark war es, glaube ich, damals. Und habe die dann für 280, glaube ich, verkauft. Habe dann die Orderbestätigung per Post bekommen. Also heute ist das ein bisschen anders, komfortabler, aber auch anspruchsvoller. Also von daher Ausbildung entweder Coach, der die Zeit natürlich, egal ob bei mir oder beim anderen Coach, extrem verkürzt, weil man halt doch von der Erfahrung ja, derjenigen profitieren kann, die halt schon eine Weile dabei sind. Ja. Was biete ich an? Ganz kurz. Na klar, wenn jemand einen Arjuna Trader kauft oder mietet, diese Software und das über mich macht, dann bin ich gerne dabei. 1 zu 1 über die Software Zoom mache ich das. Bin ich bei euch mit verbunden und installiere und erläutere die entsprechende Bedienung. Das ist nämlich in Form der Coachingstunde. Dann gibt es eine Online-Einführung in die Strategie, individuell nach deinem Vorwissen und die entsprechende direkte Verbindung zu mir. Das bezieht sich entweder auf die Strategie oder natürlich auch, wenn du sagst, nein, deine Strategie ist okay, aber ich will nur den Arjuna Trader nutzen, dann können wir das natürlich auch die Coachingstunde so verwenden, wie sie für dich passt. Ich habe eine Gemeinschaft, das heißt, all die Leute, die von mir gecoacht worden sind in einer Perlentaucher-Gemeinschaft verbunden. Wir machen das über die Plattform Slack. Sehr strukturiert und die Mitgliedschaft ist dann, wenn man ein Coaching gemacht hat, 6 Monate lang gratis. Der direkte Kontakt zu mir ist natürlich auch möglich. Und das Gute dabei ist im Endeffekt,
dass ich nur 2 bis 3 Leute im Monat nehme, weil sonst kann ich die ja gar nicht coachen. Was ist dabei bei so einem Coaching? Die Installation und so weiter haben wir schon erwähnt. Die 6 Monate Mitgliedschaft, 2 Stunden Bedienungscoaching, je nachdem, wie weit euer Wissen ist, gibt es natürlich auch flexibel, dass es in das Strategie-Coaching übergeht. 20% Rabatt auf an sich anschließende Coachings, finde ich ganz lustig. Das ist mir noch nie passiert. Darüber haben wir letztens mit jemandem gesprochen. Die Coachingstunde, die man nachträglich nimmt, die finden gar nicht statt, weil sie ja in der Gruppe letztendlich entweder interne Webinare, die wir da machen, Fragen stellen können. Das ist halt für jemanden, der dann vielleicht nochmal eine Stunde nachschiebt. In der Regel wird da kein neues Coaching fällig. Ab dem 1.4. werde ich den Preis erhöhen müssen. Ja, Mehrwertsteuer lässt grüßen. Wenn man sich jetzt anmeldet, und da muss man mit mir einfach nur ein Vorgespräch führen, mich anschreiben, die E-Mail-Adresse kommt danach noch, ich habe Interesse am Perlentor-Tool, dann führen wir ein kostenloses Vorgespräch. Du kannst dir das Tool nochmal anschauen. Ich schalte dich auf meinen Rechner. Wir können Fragen, kannst Fragen stellen und dann finden wir zusammen oder auch halt nicht. Und dann machen wir einen Termin aus. Ich kann nur sagen, bis Ende Februar bin ich schon ausgebucht. Von daher alles ganz gemütlich. Wenn du dich hier meldest, dann sicherst du dir auf jeden Fall den alten Preis, auch wenn du erst im September das Coaching beginnen kannst. Ja, das ist, glaube ich, ganz fair. Da kannst du dich dran hinwenden, cb@tradercoach.de oder schaust auf der Internetseite vorbei. So, die Strategie. Ganz einfach. Warum heißt es das immer? Indexanalyse nach der Perlentor-Methode. Wie gesagt, wir fangen ja immer mit der Indexanalyse an, weil die führt uns dazu, welchen Index wir nehmen, wann wir einsteigen und wie hoch ist dann eigentlich das Risiko, dass wir eingehen oder dass ich eingehe. Wenn ich das habe, dann selektiere ich nicht immer, aber oft auch nach der Branche. Ja, dann habe ich wieder das Ergebnis, welche nehme ich denn? Und ist das Timing in dieser Branche gerade günstig oder muss ich mich noch etwas zurücklehnen und warten? Warten ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht immer gleich auf den Kaufknopf drücken. Manchmal lohnt es sich einfach noch zu warten. Und wenn der Kurs halt weiterläuft, dann ist es halt so. Wir müssen halt immer unser Risiko im Blick haben. Und dann läuft der Kurs auch also manchmal weg. Das ist einfach so, ne? Der Wolfgang fragt, ich schiebe ihn nochmal zwischen, was kosten die Updates? Wolfgang, danke für diese Frage. Also alle, die in meiner Gruppe sind, bekommen die Add-ons, ja, oder das Update zu dem Add-on, das wir auch gemeinsam aus der Gruppe heraus erarbeiten. Das heißt, Änderungen heraus aus der Gruppe werden besprochen. Und wenn das in die Strategie einen Mehrwert hineinbringt, dann wird dieses Update kostenlos natürlich einfach an diejenigen weitergegeben, die in der Gruppe sind. Also da kommen keine weiteren Kosten dazu. Das bleibt einfach. Weil ich profitiere ja auch von den Leuten, die in der Gruppe sind. Ne? Wir haben Programmierer da, wir haben Excel-Spezialisten da, wir machen Backtests und so weiter und so fort. Von daher, das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Wenn ich eine Branche habe, und da auch das Timing bestimmt habe, dann sollte ich natürlich über das Screening auf eine Aktie kommen, die ich dann nach dem gleichen Schemata betrachte, wie vorher die Branche zum Beispiel oder den Index. Und dann bleibt natürlich eine Aktie übrig, die ich dann entweder auf die Watchlist packe oder aber sofort in meine Handelsliste schiebe, weil ich ein konkretes Signal habe. Natürlich muss ich das auch gegenchecken und da sind wir wieder beim Thema Ausbildung. Das natürlich auch mit meinem Fachwissen abgleichen. Und nicht jedes Signal ist halt gleich von der Qualität wie ein anderes Signal. Man kann dem Computer viel erzählen, das Resultat ist dann vielleicht oft in der Realität doch nicht das, was das Auge gerne sehen würde. Und dann muss ich halt doch nochmal drüber gucken. Es ist also kein vollautomatisches System, sondern ein System, was halbautomatisch ist und ich nochmal bestätigen muss. So, was sind so die kleinen Elemente, die da mit reinspielen? Was nutze ich eigentlich? Ja, viele Charts sind ja voll gemeißelt mit Indikatoren. Ich sage mir mal, das, was hilft, ist okay. Es gibt da keine, ja, wie soll ich sagen, super Indikatoren oder sonst was. Alles kommt ja irgendwie aus dem Preis berechnet oder aus dem Volumen berechnet.
Letztendlich kommt man dann mathematisch auf ein anderes Ergebnis und lässt es grafisch darstellen. Das ist ein Indikator, der mir hilft, etwas Klarheit in meine Gedanken zu bringen. Und dafür nutze ich das halt, ein Ergebnis im Screening zu bekommen. Dann ist es doch definitiv ein gutes Mittel. Ja, da gibt es nicht den besseren Indikator oder den schlechten. Jeder macht das, wie er mag. SMA, Single Moving Average heißt das, also einfach gleitender Durchschnitt auf 200, den kennt ja jeder. Ist in jeder Chartplattform erhalten. Dafür muss man nicht den Agena Trader kaufen. Bollinger Band kennt man auch. Das ist für mich der Messer für die Volatilität. Schwankungsbreite. Wie stark schwanken die Kurse? Sind wir eher entspannt in dem Markt oder sind wir jetzt gerade sehr dynamisch unterwegs? Ja, dafür nutze ich das Bollinger Band. Volumen, Volume Profile ist extrem stark im Kommen. Ja, es gibt ja super viel Software, die alles verspricht. Ich selbst habe dieses Volumen einfach unterm Chart. Also das kennt auch jeder, das kriegt man auch in sämtlichen anderen Internetplattformen oder auch in der TWS. Das Volumen, was unterm Chart ist, sehen wir uns gleich an, reicht für mich aus. Ja. Volume Profile und so weiter ist ganz schick, wenn man überlegt, wenn man Intraday unterwegs ist, für den End-of-Day-Bereich und das Screening in der Breite, ja, diese Diversifikation und Selektion zu erreichen, weil ich im Aktienmarkt unterwegs bin und dort viele Ergebnisse habe, dann muss ich natürlich dort den Markt einschränken. Und da sind diese vielen Informationen, die ich über zusätzliche grafische Tools erhalte, einfach überbordend und überflutend. Ich bin ein Mensch, der irgendwann sagt, dreh mal das Radio ab, weil drei Radiosender und noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Bildschirme sind vielleicht doch ein bisschen viel für für meine Wahrnehmung. Und deshalb schraube ich das gerne runter, auch im Trading. Also weniger ist mehr. Also nicht so viele Informationen aufnehmen, sondern das Gleiche sehen, sich an die Arbeitsumgebung gewöhnen, Sicherheit haben in dem Umgang und natürlich sich auch auskennen, das, was man sieht in den Indikatoren, die man halt nimmt. Umkehrstab kennt auch jeder, Hammer. Ja, Hanging Man oder was da jetzt noch gibt. Das ist für mich ein Bereich, wo ich halt in die enge, sag mal, richtig nahe Einstiegssituation komme. Ist aber kein Muss. Bei mir gibt es dann auch noch Powerbars, die eine Rolle spielen. Könnt ihr nachlesen auf TraderCoach.de, Trading-Strategie, ein bisschen was dazu erklärt. So, und jetzt kommen wir zur Indexanalyse live im Agena Trader. Chart. Da muss ich mal kurz den Agena Trader hervorzaubern. Da ist er. Und ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch sehen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gleich stellen. So sieht die Handelsplattform aus. Hier sind noch ein paar Indikatoren zusammengestaucht, damit wir ein bisschen mehr Chart sehen. Aber letztendlich befinden wir uns, glaube ich, heute im Markt in einer besonderen Situation. Jedenfalls war das heute Mittag, so Nachmittag. Da war im deutschen Markt schon eine Menge los. Man sieht gerade den Chart vom Öl. Brent Crude ist hier der Future, der hier dargestellt wird. Das ist im Moment derjenige oder der Markt, der schon lange im Fokus steht bei uns, weil er extrem performt in letzter Zeit. Also wir sind ja auf der Suche nach Outperformern. Und das hat sich schon relativ früh abgezeichnet. Aber das ist nicht so der Schwerpunkt. Also letztendlich handle ich dann nicht das Öl an sich, sondern dann Aktien natürlich, die mit dem Öl zu tun haben. Also ich screene dann Aktien aus dem Ölbereich, entweder Zulieferer oder Entdeckungsfirmen, ja, die halt dort versuchen, Ölfelder zu finden und die dann natürlich zu fördern. Kommen wir auf Platz 2, da haben wir hier Nasdaq und S-DAX. Hat sich ein bisschen was geändert? Ich sehe gerade, interessant, gebe ich mal dazu, den Russell 2000 will ich da nochmal bei haben. Ich weiß nicht, warum der ausgerutscht ist. Nehmen wir den mal. Aha, nochmal neu sortieren. Ich wollte schon gerade sagen, wo ist er denn hin? So stimmt das. Und man wird schon gleich sehen, wenn ich den Russell nehme, der hier auch mit dem Öl letztendlich auf Platz 1 liegt. Der Chart sagt ja alles. Und der befindet sich schon seit geraumer Zeit in einer Situation, wo man halt erkennen konnte, dass er die Möglichkeit hat,
etwas mehr anzusteigen. Und das kann ich jetzt natürlich hier so schlau sagen, wenn man den Chart so sieht. Ich sage zu meinen Leuten immer, schaut euch die Charts nicht, so kann man es natürlich sehen in dem Moment, weil die Einstellung so ist, aber schaut euch die Charts bitte an, wie sie in der Situation war. Dann ändert sich nämlich die Skalierung. Also schiebe ich das mal dahin, wo der Russell 2000 bei uns so in den Fokus gerutscht ist. Das war nämlich genau in dieser Zeit. Ja, da sind wir darauf aufmerksam geworden. Und jetzt schauen wir mal, wie sah es dann im Chart aus, als dieser Tag war. Dann schiebe ich das einfach mal ein bisschen zurück. Oder nach vorne. So. Das war so die Situation. So sieht es aus. Ne? Jetzt kann ich natürlich noch ein bisschen Historie machen und dann sagt man sich, okay, geht man da rein oder nicht? Ist schon ziemlich hoch. Ja, klar. Das weiß ich nicht, aber das war die entsprechende Situation. Und damit muss ich halt fertig werden und das so analysieren. Und den Ausbruch letztendlich haben wir nicht in diesen Index gehandelt, sondern natürlich Aktien gesucht aus dem Russell. Und das ist jetzt das Spannende dabei, das sind ja überwiegend Nebenwerte, die sich darin befinden, ja, an die 2000 Aktien. Und das Schöne war, dass man das auch im deutschen Markt ganz klar gesehen hat. Und zwar hier im SDAX. Ist ja auch so ein Nebenwert. Und von daher, wenn ich darauf klicke, dann sehen wir ungefähr das gleiche an Performance mit Aktien aus der, ja, in dem Fall ja doch dritten Reihe. Ja, also im DAX, den größten, MDAX und den mittleren. Und dann kommt der Tech-DAX noch und für den technischen Bereich. Und dann natürlich der SDAX, der die Aktien beinhaltet, die halt aus der dritten Reihe kommen. Also etwas kleineren Unternehmen. Ja, bei den großen spielt ja dann doch immer mehr der Fonds mit, der da mitmischt und die Großanleger. In der dritten Reihe wird das immer weniger, weil natürlich so eine Aktie nicht die entsprechenden Umsätze ergibt, wo sich die Großen gerne tummeln. Das ist bei einigen Aktien so, wo sie halt teilweise mit reingehen, aber letztendlich zeichnet sich dort die Strategie besser ab als in den großen Werten. Der DAX, man sieht es hier, das ist der Future, etwas weiter hinten. Und wenn ich meine Benchmark anschaue, das ist hier der Welt-ETF. Das ist so die Leitziffer, wo ich sage, na gut, wenn ich in der Welt in den ETF investiere, dann brauche ich ja im Endeffekt ja nur einen ETF kaufen. Manchmal steige ich ein, wenn halt der Kurs halt eine bestimmte Prozentzahl fällt. Wenn ich aber besser sein will, dann nehme ich doch am besten einen Index, der besser notiert als der ETF, weil dann kann ich ja gleich auch einen ETF kaufen auf die Welt. Da muss ich mich ja nicht mit den anderen auseinandersetzen und mir so viel Arbeit machen. Ja. Also, wenn man besser sein will, dann möchte ich das eingrenzen. Dann bin ich halt daran interessiert, Märkte zu nehmen, die halt von unten, also überhalb des deutschen Marktes sind. Und genau das ist ja der Fall. Also, deutsche Märkte waren in dem Fall auch ganz groß mit dabei. Was abgefallen ist, war Silber und Gold. Also das war im Endeffekt nicht so gut. Also Goldfirmen haben letztendlich ja mal nicht so performt. Und deshalb muss ich mich, wenn ich long gehen will und interessante outperformende Werte sehen möchte, nicht in Gold investieren oder mich dafür interessieren. So, schauen wir uns mal genau den Markt an. Und zwar mal einfach den Russell 2000. Was ist da jetzt los? Jetzt sind wir in der Situation oben und wir schauen mal zum einen, brauche ich euch nicht sagen, die entsprechenden Durchschnitte zeigen alle nach oben. Das ist ja hier der 200er, der auch vorhin erwähnt wurde von mir. Das ist der 50er Durchschnitt, da sind wir auch drüber, alle zeigen nach oben. Der 20er des Bollinger Bandes, wie ihr seht, alle Bänder zeigen nach oben. Brauche ich euch nicht sagen, seht ihr von links nach rechts, ob Markttechniker oder nicht, das ist ein Aufwärtstrend. Und von daher muss ich jetzt überlegen, was wäre jetzt eine Möglichkeit des Einstieges? Ne? Also geht immer relativ teuer zu sein oder relativ billig. In dem Bereich, wo man halt am oberen Bollinger Band langtänzelt, das ist relativ teuer, gehen wir halt seitwärts, dann korrigiert der Markt über die Zeit. Ne? Also ganz einfach, man kann über den Preis korrigieren, das ist so eine Phase, oder man korrigiert hier so
über die Zeit. Dann wird mal angetestet hier am Hoch, zack, Ausbruchshandel, angeschmiert, Gap nach oben und jetzt wieder nach unten gelaufen. Das ist halt natürlich schwierig. So, und daran müssen wir uns halt orientieren. Das heißt, schauen wir natürlich an, was macht zum Beispiel das Volumen an den entsprechenden Punkten, die halt wichtig sind. Da haben wir hier ein erhöhtes Volumen. Da schaue ich mal drauf, markiere hier einfach mal den entsprechenden Bar. Und das interessiert mich schon, wenn ein hohes Volumen stattgefunden hat an einer Tageskerze. Geht natürlich auch in Unterordnung der Charts von der Zeit her, aber die Wertigkeit ist halt am Tag am höchsten. Dann sollte dieser Bereich nicht mehr unterschritten werden. Wir sehen, der Kurs geht mal kurz da rein und dann dippt er wieder darüber und bleibt dann darüber. Das ist positiv, wenn er ausbricht. Ja? Der Kurs darüber schließt, sehe ich das. Hohe Volumen liegt unter mir, ist für mich ein Indiz, dass da Leute sind, die halt kaufen und dieses hohe Preisniveau akzeptieren. Es gibt ja immer beim Volumen geben und nehmen. Es ist ja nicht, dass es mehr Käufer gibt, sondern das Einzige, was dort eine Rolle spielt, ist, wenn ich 100.000 Aktien verkaufe, dann sind auch nur 100.000 handelbar maximal, wenn die alle über den Tisch gehen. Und dann kriegen die anderen, egal wie viele Käufer das sind, halt maximal 100.000 Aktien, wenn das jetzt an dem Fall der Fall wäre. Aber was sich verändert, ist die Akzeptanz des Preisniveaus. Ja, also wenn irgendwann jemand sagt, nee, also jetzt hier für 209 kaufe ich keinen Russell mehr, dann werde ich meine letzten 30.000 vielleicht nicht mehr los, weil da einfach kein Interesse mehr ist. Und dann war es das für den Tag und dann ändert sich der Preis auch nicht mehr. Das ist immer ein Geben und Nehmen, das heißt, die gehandelten Geschäfte findet hier unten. So, das ist schon mal positiv. Ich habe also hier so eine Zone, wo halt der Markt gerne drüber schließt. Das hat er auch bewiesen, 2, 3 Tage lang. Und dann lief er wieder seitwärts. Dann habe ich hier nochmal ein erhöhtes Volumen. Das ist der Doji. Und da sieht man schon, okay, wenn ich das hochnehme und das Tief, dann ist es ungefähr derselbe Bereich. Das heißt, der Unterstützungsbereich sollte hier sein. Und komischerweise haben wir hier auch den 20er, also einen kumulativen Punkt. Diese Zone sollte ja nicht fallen, aber ich habe natürlich hier auch so eine Art Widerstand. Der Kurs geht kurz drüber, aber er etabliert sich dort nicht. Und jetzt dreht er sich um. Also was folgere ich daraus, dass der Markt noch in der nächsten Zeit logischerweise das hier auf jeden Fall testen wird. Und je länger das dauert, wisst ihr selbst, desto mehr, der 20er ist ja nun nicht der so eine Visualisierung des Durchschnittes der letzten 20 Handelstage. Aber wenn der unterschritten wird, dann ist halt natürlich die nächste Station angesagt. Das heißt, dann geht er vielleicht bis zum 50er runter und zum unteren Bollinger Band. Also muss ich damit rechnen, dass der Markt sich hier so ein bisschen nach unten orientiert und dann vielleicht wieder dreht. Und genau das würde ich jetzt machen in der Phase, warten, bis der Markt sich nach unten etwas auslässt und dann hier wieder Stärke zeigt. Fällt er da drunter, ist das Niveau an dem 50er, wandert ja je nachdem, wie viele Perioden das dauert mit. Der nächste Punkt, genauso wie das Bollinger Band, was nachkommt, dann wäre wahrscheinlich die Zone hier um 200 für den Russell als ETF jetzt hier, die Phase, wo es ein bisschen gefährlich wird. Aber ein sehr starker Markt, auch gut zu beachten. Nasdaq, Technologiewert, ja, Index, natürlich gewichtet. Heißt, die großen Player, Facebook, Google und so weiter, Microsoft, die bestimmen das im Endeffekt, wo der Nasdaq hinmarschiert und die anderen Werte schwänzeln so ein bisschen hinterher. Das heißt, es verfälscht den Anblick der Charts natürlich ein bisschen, weil dann nur die großen Werte den Ton angeben, kann man schon sagen. Aber was sehen wir? Im Endeffekt das Gleiche. Wir sind ein bisschen rausgekommen, sind jetzt ein bisschen teuer gewesen am oberen Bollinger Band. Schauen wir auf das Volumen. Da haben wir hier so eine, ja, im Index ist nicht ganz so extrem. Hier sieht man aber schon vom Niveau her, passt das schon. Was ist das für eine Kerze? Das ist diese Kerze hier oben. Und was sehen wir? Der Markt akzeptiert diesen Preis da oben nicht mehr so richtig. Also kurz mal drüber gegangen, Ausbruchstrader, ja, Feuer frei, nee, getäuscht und heute etwas mehr abverkauft. Und was bedeutet das? Im Endeffekt ist diese Kerze hier so
hinderlich, aber auch im Unterstützungsbereich. Das heißt, hier ist das Volumen etwas erhöht. Also eventuell sind hier noch Leute bereit, den Kurs aufzufangen. Das ist auch schon passiert. Man sieht, der Kurs reagierte hier und hält sich jetzt in dieser Range auf. Ja. Wenn ich jetzt einsteigen will, was möchte ich dann sehen? Natürlich Stärke erstmal wieder. Das heißt, der Kurs am besten hier setzt er sich den Umkehrstab hin, setzt das am besten hier noch rein, dass er so die ersten Stops rausnimmt, reagiert dann hier am 20er und dann habe ich schon nämlich einen Vorteil. Also ich weiß nicht, ob er da oben hinausläuft. Dann hat er ja schon mal gedreht. Und dann muss ich halt für mich klar machen, okay, reicht mir das hier als Potenzial? Kann ich hier diesen Messer nehmen? So, zack. Dann sind das 2% im Nasdaq. Ihr wisst, in der Einzelaktie kann ich dann mehr Performance rausquetschen, wenn ich Glück habe. Und dann wäre ich halt hier lieber schon drin, als da oben den Ausbruch zu handeln und wieder, sage ich mal, verarscht zu werden. Setzt aber voraus, dass ich die Muße habe, zu warten, weil man könnte natürlich jetzt auch schon nach Aktien suchen und die müssten dann aber auf jeden Fall so ein Szenario ähnlich wie dieser Index zeichnen. Also eine Stärke aufweisen, eine Umkehrsituation und eventuell den Chart so darlegen wie hier im Index. Schauen wir mal auf den SDAX, so ein bisschen das kleine Ding. Da müssen wir mal gucken, ich muss nochmal neu laden, ob das heute so weiter aussah. Nö, das passt. Sehen wir, da hat der Markt heute schon genau das gemacht, was er im Nasdaq so heute noch tut. Und zwar, hier oben war es schon relativ eng. Ja, wir sind auch schon stark gelaufen. Und wenn ich mir das Volumen anschaue heute, dann ist das schon bezeichnend. Also man sieht ja schon in der Historie hier oben, wir haben ein starkes Volumen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt kommt es darauf an, bleibt hier die Zone. Und zwar über der Kerze, wird die genommen oder hält diese Unterstützung? Ja. Das ist der Punkt, der jetzt wirklich die Frage ist, wird der Markt jetzt einfach wieder weiterlaufen? Ja, dann setze ich mir hier einen Preisalarm rein. Ist schon relativ stark gewesen, weil er wieder am 20er drunter war und dann an dem Bereich geschlossen hat. Das kann also passieren. Ich sehe hier etwas Stärke aufkommen. Dann eröffne ich eine Position in der entsprechenden Aktie. Das heißt, ich leite mein Screening ein. Wenn das passiert, das kann ich aber erst morgen sagen, wenn der Markt geschlossen hat. Oder aber ich habe hier unten eine Reaktion, was ich eben schon gesagt habe, der Markt fällt nochmal runter. Vielleicht dippt er sogar nochmal drunter unter dieses hohe Volumen und dreht wieder nach oben. Was ich aber auf jeden Fall beachten sollte, ist diese Preiszone um 14.900. Hast du nicht gesehen, weil wenn das Ding hier drunter geht und darunter schließt, ja, mit einer schwarzen Kerze, im Malen bin ich nicht ganz so gut, dann würde das bedeuten, dass hier schon ein größerer Widerstand entstehen würde und die Leute im Endeffekt den Kurs akzeptieren, auch Aktien etwas günstiger jetzt zu verkaufen, da ja schon diverse Gewinne aufgelaufen sind. Ja. Sollte der 50er dann fallen und unter Bollinger Band angeditscht werden, sage ich mal, dann kann man recht schnell damit rechnen, dass es nochmal bis 13.000 eventuell runtergeht. Und deshalb muss ich auch wissen, wie kann ich das mit dem Risiko handeln? Ja, wenn ich jetzt Positionen habe, ich habe Long-Positionen, da bin ich heute bei einigen Positionen aktiv rausgegangen. Es war eine Position im Umweltschutz, ja, die ich halt jetzt gelöst habe, hatte schon Teilgewinne realisiert, habe jetzt da Positionen glattgestellt, beziehungsweise ein- oder ausgestoppt. Das muss ich daraus herleiten, weil ich die Situation hier schon recht prägnant halte. Also den Punkt hier oben für die deutschen Aktien sollte man wirklich im Auge behalten. Dann habe ich noch den S&P 500, schauen wir uns mal an. Sieht eigentlich genauso aus, der etwas ruhigere Markt. Ja, hören die Aktien nicht so zu den entsprechenden, die ich gerade gehandelt habe, sondern eher, wie gesagt, im deutschen Markt unterwegs gewesen bin und im Russell. Hier sieht man noch ganz klar, wir haben hier ein etwas erhöhtes Volumen an diesem Umkehrstab hier.
der letztendlich initiieren sollte bei den Anlegern, hey, jetzt geht's weiter. Dann haben wir einen Ausbruch, ja, wieder verarscht worden. Und jetzt haben wir so ein absolutes Ding, was ich halt ein bisschen kritisch sehe, zum Beispiel Umkehrstäbe, wenn die nicht funktionieren und nach unten Verschlusskurs rausgenommen werden, also es wäre in dieser Bereich hier, dann, ich mache mal größer, dann kann es sein, dass der Markt im Endeffekt weiter runterläuft bis zum 50er und unter dem Bollinger. Und dann haben wir natürlich auch das leicht erhöhte Volumen hier, wenn man diese Stelle nimmt am Tief, das ist runtergegangen, hat dann bestimmte Stops ausgelöst. Jetzt kommt es wirklich darauf an, was macht der S&P 500 heute in der Sitzung. Bleibt der innerhalb dieser Range, wo das Volumen etwas erhöht war, nicht dramatisch, dann kann ich mir bei der Stärke, wenn es auftritt, hier drin schließen und am nächsten Tag etwa eine Weißkerze auftritt, die nicht allzu groß ist und mir meine Rendite schmälert, könnte ich hier wieder einsteigen. Und natürlich dann davon profitieren, je nachdem, wie der weiter Markt läuft, dass ich dann bis da oben im Endeffekt dann wieder handeln kann. Den Ausbruch kann ich nicht voraussehen. Das weiß ich nicht. Ja. Das ist auf alle Fälle ein Widerstand da jetzt. Die Chartformation sieht ja auch nicht allzu toll aus. Ja. Deutlich da oben und entsprechend dieser schwarze Bar. Als scheidet sich jetzt alles hier, was hier am 20er passiert. Und ob dieser Durchschnittspreis letztendlich akzeptiert wird. Also es bedarf jetzt etwas zu warten. Hat man Long-Positionen, sollte man diesen Bereich wirklich im Auge behalten und entscheiden. Nehme ich den, halbiere ich mein Risiko, nehme ich mal etwas vom Tisch, wenn die Aktien gut gelaufen sind, oder setze ich den Stop etwas näher ran. Je nachdem, wie ihr da gepolt seid, ihr wisst ja, wenn ihr Stops habt, dann werdet ihr immer zum meistens ungünstigen Kurs ausgestoppt. Oder geht ihr aktiv rein und sagt, okay, ich löse jetzt einen Teil der Position auf. Ja. Weil es kann ja auch ein Gap geben oder so am Tag. Und von daher wird es von Einzelaktien einfach mal berücksichtigt. Okay, dann haben wir das letztendlich schon ein bisschen beleuchtet. Den Dow brauche ich jetzt nicht anschauen, weil der interessiert mich im Endeffekt nicht so, weil der dümpelt hier unten rum. Der ist Underperformer. Ist ein bisschen gleich mit dem Weltindex. Aber er sieht schon schlecht aus. Ja. Seht ihr hier auch? Hier ist genau das passiert. Hier ist auch so ein Umkehrstab. Wir haben ein erhöhtes Volumen im Dow in dem Bereich. So, da hat der Kurs reagiert, zack, runter und hängt jetzt genau da fest. Schließt er da drüber, dann ist es einigermaßen noch positiv. Schließt er da drunter, dann hängt der 50er schon dran. Und ihr wisst selber, das ist eine heikle Situation. Und das Volumen, was an dem Tag gekommen ist, das schaue ich mir dann auch noch mal gerne an. Dann haben wir hier wirklich bei 30.200 einen echt kumulativen Punkt, der relativ schnell in diesen Unterstützungsbereich von der Woche hier reinstärkt, kann auf 29.000 danach massiv. Also wenn das so, es hat sich schon etwas aufgebaut. Also von daher, hier wäre ich auf keinen Fall Long-Positionen im Dow aufnehmen, weil andere Performer und von der Chart-Situation relativ riskant. So, was habe ich gemacht? Wenn ihr Fragen habt, rein damit. Ansonsten komme ich jetzt nämlich zu der Aktie, die ich gefunden habe und wie ich das gemacht habe. Ich habe hier den Screener in den Sektoren, und zwar für die Amerika genommen und habe gefunden, aber der Russell ist immer noch besser als letztendlich die Branchen. Könnte ich ja auch den Russell kaufen, aber mich interessieren dann schon die entsprechenden Branchen, die gut performen und die aus der Gruppe wissen, ich habe es gepostet, Home Construction war eine gute Sache, weil ich dort aus einer Seitwärtsbewegung herauskomme und das war diese Seitwärtsbewegung. Hier unten seht ihr übrigens den Wochenchart, sieht man sehr gut, welche Range sie letztendlich hatte und im Tageschart sieht man das auch sehr gut. Wir haben hier diese Range und habe ich gesagt, okay, in dieser Zone, wenn wir hier rauslaufen, hier sucht mal einfach nach Aktien aus dem Bereich Home and Construction. Und das Ding hat sich wirklich gut fortgesetzt, spielt ja jetzt hier oben mit, unter den ersten drei, performt besser als in dem Fall die Nasdaq. Und von daher eine ganz tolle Angelegenheit, eine Aktie zu finden. Welche Aktien habe ich dann hier vorgeschlagen? Ich bringe jetzt mal eine mit. Das ist in dem Fall die BLD. Heute ist sie mit 2,38% im Minus. Und zwar war das diese Phase, also da war das Einstiegssignal für diese Aktie
Und man konnte dann halt bei 203, 204 einsteigen. Der Kurs ist dann bis 219 gelaufen. Hier wurde ein Teilgewinn realisiert. Und jetzt ist die Aktie zurückgekommen. Break-even ausgestoppt. Heute Gap nach unten. Und jetzt ist es interessant, weil das ist ja die heutige Sitzung. Letztendlich kommen wir wieder zurück. Und wenn ich hier den Wochenunterstützung mir anschaue, das ist hier der Moment, einmal umstellen, die Woche, dann sehen wir relativ straighten Wert. Und wer sich die Stunden anschauen mag, der kann das gerne tun. Das ist für mich eigentlich nur Beiwerk, aber für diejenigen, die das machen möchten, können das gerne machen, die auf Markttechniken 1, 2, 3 suchen. Für mich sagt der Umkehrstab so einiges aus. Das interessant wird sein, was das Volumen sagt, wenn der Markt jetzt hier geschlossen ist. Dann kriege ich halt, glaube ich, ein Signal, wenn das so bleibt in der Situation. Dann habe ich nur eins gegen mich ein bisschen. Das ist hier so ein Down-Gap. Aber mal nicht so, so ein kleines. Vielleicht wird es ja noch geschlossen, was man so sieht. Aber wenn hier ein hohes Volumen auftritt, in einer Wochenunterstützungssituation, in einem Bereich, in einer Branche, die im Kommen ist. Warum ist die im Kommen? Nun bin ich kein Fundamentalanalyst, aber du bist ja selber, Biden schenkt über jeden Amerikaner 1.900 Euro. Und wenn schon jeder einen Fernseher hat und einen Computer, dann kauft er sich nicht nochmal drei Fernseher, sondern wahrscheinlich wird er das irgendwie für sein Gebäude oder so investieren. Ja, oder was zum Renovieren kaufen oder sonst wie. Also es wirkt sich irgendwie wahrscheinlich da aus. Nicht umsonst ist diese Branche so hochgekommen. Und von daher wäre es interessant, ob der Markt hier heute so bleibt. Ja, um 22 Uhr, da bin ich gespannt. Die haben hier auf dem Schirm, die Aktie. Wie gesagt, meine eigene Idee nicht nachahmen, wenn ihr da nicht von überzeugt seid. Aber ihr könnt es ja einfach mal beobachten. Das ist ja mal spannend. Ja, dann würde ich natürlich logischerweise mit einem Szenario reingehen, wo ich mir einen Kopf machen muss. Ja, erwarte ich jetzt von dieser Aktie, dass das hier passiert? Nee, das nicht. Das ist ja der Falsche. Ich wollte eigentlich freizeichnen, dass das hier passiert und die meinetwegen läuft bis hier 330. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und von daher muss ich mir einen Plan ausdenken, wo ich sage, mein Setup passt wie ein Würfelstück, wie so ein Puzzleteil in eine gewisse Situation. Und was der Markt dann danach anschließend daraus macht, das weiß ich nicht. Aber ich will halt den Mut haben, in so eine Situation reinzugehen, weil sie mir ein gutes, sage ich mal, Chance-Risiko-Profil gibt. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück. So, da in der Situation. Das heißt, von der Logik her, ihr werdet es selber wissen, wenn ich hier einsteige und der Kurs läuft so über 202, weil wir sind ja hier bei 199, so wo jetzt gerade liegt. Ist ja auch so eine glatte Marke, auch beachten. Läuft er da drüber, dann wäre er wieder über diesen Umkehrstab, den ich ja schon mal benutzt hätte. Und dann würde ich natürlich so eine Aktie kaufen und dann würde ich die natürlich auch wieder teilverkaufen. Wo würde ich das natürlich machen? Natürlich nicht hier oben, weil ich weiß nicht, kommt sie da hin, sondern wird sie vielleicht etwas vorher verkaufen bei 213. So, jetzt kann der eine oder andere sagen, hast du noch nicht so viel verdient. Das ist mir aber wurscht, weil verdient tue ich und Performance mache ich über die Situationen, die danach kommen. Und ich nutze das, um im Endeffekt einen Teilgewinn mitzunehmen, Gebühren abzudecken, eine kleine Sache einzudecken und der Rest, wie weit es geht, weiß ich nicht. Also von daher wäre da der Verkauf angesagt. Wo muss ich aufpassen, wo es nicht mehr funktioniert? Ist natürlich der Bereich des Umkehrstabes, falls er so bleibt, weil es ist ja die laufende Session heute, ne? Also darunter aufpassen. Was macht der Markt? Ich verkaufe nicht, ich setze nicht meinen Stop hier drunter. Logisch wird es oft mal angetriggert, sondern ich habe eine andere Stop-Variante. Ich lege dann Preisalarm drunter mit meinem China-Trainer, Rechtsklick, Preisalarm, dann werde ich angebimmelt und dann mache ich mir Gedanken darüber, ob ich die Aktie verkaufe oder nicht. Weil ein Stop auf End-of-Day-Basis bringt mir ja auch nichts, wie ihr sicherlich wisst. Wenn ich am nächsten Tag aufwache und die Aktie macht hier unten auf und ich habe einen Stop bei 189, dann kriege ich 166 als Kurs und danach steigt die Aktie und dann sage ich schönen Dank. Gewisses Risiko beim Handeln gibt es natürlich immer. Deswegen nicht all in so einer Aktie, sondern natürlich auch nur als Teilbereich im Konglomerat anderer Aktien, logischerweise. Das Ding, und letzte Woche hatte ich die Westwind für den deutschen Bereich drin. Ich glaube, das war hier das Signal beim letzten
Webinar. Und da war der Einstieg, da war schon der Teilverkauf. Das waren dann rosa Messer, das ist das rosa, dann sieht man besser. Das waren 5%. Das war schon Einstieg, am zweiten Tag ein Teilgewinn mitgenommen. Dann ist die Aktie runtergerutscht. Hier ging mein Preisalarm an. War nur, ja, logischerweise Rechtsklick, Preisalarm. So, an dem Bereich wurde ich angebimmelt, ey, deine Aktie wurde gerade hier unterschritten, der Stop, was machst du jetzt damit? Da musste ich mir Gedanken machen. Am Ende des Tages war das aber diese Formation und natürlich sieht die Kerze an dem Tag erstmal schwarz aus. Aber ich habe gesagt, okay, während der Sitzung kann ich jetzt auch nichts machen, warte ab, der Markt hat gedreht und hat letztendlich ein Nachkaufsignal generiert und somit konnte ich die Position etwas den Einstieg noch von der Restposition nach unten ziehen, weil ja hier habe ich einen Teilverkauf mitgenommen, konnte dann hier nochmal aufstocken, eine Position und hier schon wieder einen Teilgewinn rausnehmen, also relativ da oben, also da an dem Teilbereich rausnehmen, den Stop jetzt im Endeffekt ranziehen und jetzt einfach hoffen, dass der Markt hier oben hält. Schaue ich mir diese Volumensituation an, dann habe ich hier eine schwarze Kerze, wo die Reaktion ex heftig war. Deswegen war ich sehr froh, dass ich hier schon Teilgewinn mitnehmen konnte. Dann, wenn ich das mir mal markiere, wo ist er denn jetzt hier? Da, der rosa Messer. Da, der blaue. So, dann ist ja das hochinteressant. Und zwar, weil das Volumen da hoch ist. Hier hat diese Unterstützung ganz gut gehalten. Kein Preis wurde akzeptiert unterhalb dieses erhöhten Volumens. Das ist interessant, aber auch einfach zu interpretieren. So, jetzt ist hier oben genau derselbe Fall. Ja, raus. Ja, super, habe ich mich gefreut. Nein, Umkehrschlag. So, dann wieder rein und heute wieder abverkauft. Diese Zone ist natürlich mega interessant. Zumal, wenn er nicht da rauskommt, habe ich halt ein Problem. Aber im Moment brauche ich ja nichts machen, weil Net Rate ist abgesichert. Ich habe meine zwei Teilgewinne mitgenommen. Den Rest der Position lasse ich jetzt laufen. Und natürlich wäre ich mit der Position nicht mehr ins Minus gelangt. Ja. Außer es macht einen riesen Gap nach unten. Da kann ich mich auch nicht wehren. Aber kann relativ ruhig schlafen, weil jetzt entscheidet der Markt, wie es weitergeht. Einsteigen jetzt nicht. Kein Signal für mich. Von daher war das eine gute Sache. Und vor allen Dingen, wenn man die Sache gut plant und vorbereitet, wenn man weiß, was man tut, dann bin ich nicht darauf angewiesen zu sagen, ich muss jetzt hier die kaufen bei 34 und die muss ich bei 60 verkaufen, da setze ich mein Target hin. Das kann ich machen als Investor. Ich als Händler mache das halt nicht. Ich versuche halt einfach diese Aktie zu bekommen in dieser Phase. Wenn ich mir das mal anschaue, von wo die kommt, dann hätte ich dieses Spiel öfter machen können. Die fing bei 3 an, aufmerksam geworden auf diese Aktie. Auf jeden Fall bei 6 Euro wäre kein Thema für dieses System. Ja. Habe ich aber nicht, habe dafür andere gehabt, aber möglich ist es. Und wie weit die läuft, weiß ich auch nicht. Sieht das schon mega teuer aus, aber ja, Risiko anpassen in dem Fall und sagen, okay, ich gehe jetzt nicht mit der üblichen Positionsgröße rein, wenn die teuer ist, ist auch okay. Dann spielt man mit, kann natürlich sich ärgern und sagen, Mensch, hätte ich mal mehr reingegeben, aber das, was man natürlich letztendlich hat, das ist ja entscheidend. So, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch für 5 Minuten so ein, zwei Aktien mir in die Fragen reinstellen. Und dann würde ich die mal kurz hier reinrufen und dann mal gucken, wie die bewertet sind. Und wenn nicht, dann freue ich mich, dass ihr mit dabei wart. Und dann warte ich halt einfach noch 5 Minuten, ob ihr mir noch eine Aktie zuspielt. Also einfach nicht so schüchtern sein. Das würde auf jeden Fall gehen noch. Ihr habt keine Aktien, die ihr auf dem Schirm habt. Was immer kommt, ist Plug Power, glaube ich. Wasserstoffaktie. Mega Ding, oder? Schauen wir mal, ich weiß gar nicht, was die heute gemacht hat. Heute hat sie mal -9% hingelegt. -9 von was? Schauen wir mal, machen wir es mal größer. 67. 66, ja. Wahrscheinlich stimmt da die Einstellung nicht bei dem Daily-Ding, aber davon mal abgesehen, die spiegelt im Endeffekt das wieder, was
so im Russell gerade so im Index ist. Ne? Also ziemlich am Hoch. Und ihr werdet sehen, ne? Also wer aufgepasst hat, sieht ja dieses extrem hohe Volumen, wo findet es statt? Oben am Hoch. Und was passiert? Ja, wenn ich jetzt hier oben einsteige, warte, 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 bin ich da drin, bin aber wieder draußen. Wenn ich hier schon mal einsteige an so einem Hoch, dann mit reduziertem Risiko und in einer Situation, wo ich hier unten reingehe. Ne? Also der Bereich wurde ja verlassen, das ist auch nicht so schön. Dann haben wir noch einen Aufwärtsgap. Das sorgt auch noch mal für einen gewissen Halt. Der Kurs geht nicht so richtig rein, sondern bleibt in der Range. Und wenn dann hier wieder so ein bisschen Stärke aufkommt, dann wäre ein Einstieg hier drüber okay gewesen. Ein Teilverkauf hier oben, also das heißt im Endeffekt 66 rein, 73 schmeißen die Hälfte und bei dem anderen Ding jetzt hoffen, dass die rübergeht. Ne? Also wenn das hier runtergeht unter dieses Gap, sieht es nicht so gut aus, dann sind Kurse relativ schnell weiter unten. Diese Volumenzone haben wir hier auch im blauen Bereich. Wenn die jetzt nach unten besprochen wird, dann sehen wir uns bei 38 wieder. Das kann ja recht fix gehen. Also vorsichtig sein. Wenn ihr so eine Aktie noch nicht habt und die unbedingt haben wollt, nimmt nicht so viel Positionsgröße. Das ist entscheidend. Nicht das Risiko, was ihr immer lernt, 100 Euro riskiere ich. Das nutzt euch nichts, wenn ihr den Stopp extrem ranschiebt, dann habt ihr eine riesen Positionsgröße. Je enger der Stopp ist, aber wenn ihr in den Gap reinlauft, dann habt ihr in dem Sinne, sage ich mal, mit Zitronen gehandelt und dann nutzt euch auch diese 100 Euro Risiko nicht. Intraday abgesichert, wenn der Markt runterläuft, aber End-of-Day-Handel ist halt, sage ich mal, dort ein bisschen riskanter. Und alles Vor- und Nachteile. Okay, eine Aktie sehe ich nicht, Nelson. Ja, Dann ich hätte gedacht, dass da die Klassiker kommen, wo wir doch heute nach Schluss auch die Quartalzahlen haben von Apple, Tesla, Facebook und. Hätte gedacht, dass hier entsprechend Interesse ist, aber tatsächlich ist nichts reingekommen. das ist ja auch okay. Also das muss ja nicht Ja, immer auf alles jeden Fall. reinkommen. Von daher, ich habe ja ein paar Sachen gezeigt. Wichtig ist eigentlich immer, bevor man überhaupt einen Trade eröffnet, was mache ich? Bin ich Investor oder bin ich Händler oder bin ich beides? Und ich muss eine Strategie haben, wann gehe ich rein, wie viel Risiko, ganz wichtig, und wann nehme ich schon meinen ersten Teilgewinn raus. Ja, das macht es wesentlich entspannter. Und die Equity-Kurve wird ein bisschen entspannter. Okay, dann bin ich soweit durch jetzt. Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich. Hat Spaß gemacht und war eine super Einführung wieder in die Webinarreihe. Und natürlich vielen Dank an alle Teilnehmer. Die Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online bei uns und auch bei Carsten auf dem YouTube-Kanal. Und bis dahin wünsche ich natürlich noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bleiben Sie gesund. Und Carsten, vielen Dank und du hast das Schlusswort. Vielen Dank, Nelson. Da bleibt eigentlich nur noch hinzuzufügen, bleibt auf jeden Fall gesund und vergesst den Humor nicht bei allem, was wir gerade so durchmachen. Und wir sehen uns oder hören uns am 24. Februar zu diesem Perlentaucher-Webinar wieder. Natürlich haben wir auch ein schöner Trailer. Hält es noch bei FX Flat? Das wäre dann am 17. Februar, immer um 18 Uhr, immer mit Voss. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ciao.